They did not ask the civil society. Auch Bürgervertreter wurden nicht nach ihrer Zustimmung gefragt. Sie wollen ein Umfeld aus Chaos schaffen, Anarchie. When I was arrested, als ich verhaftet wurde, sagte mir der Staatsanwalt, dass er den Befehl erhalten hätte, mich zu töten. Es ist uns eine große Freude, Sie heute bei uns zu haben. Wann wurde das Thema Uran Teil Ihres Lebens? I was living in Lubumbashi, and Lubumbashi is not far from Shinkolobwe. Als ich etwa 20 war, lebte ich in Lubumbashi, nicht weit entfernt von Shinkolobwe. Shinkolobwe ist der Ort, von dem das meiste kongolesische Uran stammt. Irgendjemand musste also einfach etwas sagen. Und das tat ich, schon vor langer Zeit. Ihr Einsatz erreichte einen Höhepunkt im Jahr 2009, als Sie die geheime Vereinbarung zwischen Ihrer Regierung und dem französischen Energiekonzern Areva aufdeckten. Könnten Sie kurz auf den Inhalt dieser Vereinbarung eingehen? The content of this agreement. When I heard that Areva was coming to Congo, mich erreichte die Information, dass Areva den Kongo besuchte. Übrigens nicht nur Areva, vertreten durch Anne Lovagen, sondern auch der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy. The lady who was the head. At that time, the head of Areva. When I heard that they came to Congo, sie kamen, um eine Vereinbarung über die Ausbeutung von Uran im gesamten Kongo, darunter auch Shinkolobwe, zu unterzeichnen. To exploit uranium on all Congo's territory, including Shinkolobwe. This should be debated in the parliament. Nichts davon wurde im Parlament debattiert. Auch wir Bürgervertreter wurden nicht nach unserer Zustimmung gefragt. Ich verfasste also einen Bericht und er schlug ein wie eine Bombe. Daraufhin hieß es, dieser Mann ist gefährlich, verhaftet ihn, unsere Interessen sind gefährdet. You see it all around the world, people being. Es ist überall auf der Welt zu beobachten, wie Menschen verhaftet und verfolgt werden, weil sie das Fehlverhalten ihrer Regierungen oder Unternehmen aufdecken. Siehe Edward Snowden. Vor einigen Monaten interviewten wir Annie Michon, eine Ex-MI5-Agentin, die Fehlverhalten innerhalb des Geheimdienstes offenlegte. Anstatt die Verbrecher hinter Gitter zu bringen, werden diejenigen, welche die Verbrechen aufdecken, verhaftet und verfolgt. In Amerika und dem Vereinten Königreich gibt es ein Gesetz, das besagt, wer Regierungsgeheimnisse offenlegt, geht ins Gefängnis. Gibt es ein solches Gesetz auch in Kongo oder geschah Ihre Verhaftung willkürlich? Als ich verhaftet wurde, sagte mir der Staatsanwalt, dass er den Befehl erhalten hätte, mich zu töten. Talking about justice in the Congo. It's just wasting time because it's a country without law. Über Gerechtigkeit in Kongo zu sprechen, ist Zeitverschwendung, weil es ein Land ohne Gesetz ist. So no justice in Congo. Okay? So the only reason you could get out was. Der einzige Grund, weshalb sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, war Amnesty International. Pressure, big pressure, and I'm telling you, Druck, enormer Druck. Amnesty International, sämtliche internationale Organisationen, darunter auch Frau Hillary Clinton, die 2009 den Kongo besuchte. Sie reiste durch Südafrika, Burundi, Kenia und Kongo. Der zweite Punkt auf ihrer Agenda war die Freilassung von Golden Misabiko.
Die Menschen waren verblüfft. Jeder war sicher, dass ich sterben würde. Selbst der Staatsanwalt hatte mir versichert, einen entsprechenden Befehl vom Präsidenten erhalten zu haben. So Areva, Areva was the cause for everything. They have interests. Areva, der Auslöser für all das, hat Interessen in ihrem Land. Wie sieht es mit dem Versprechen aus, dass ein ausländischer Konzern der Region Wohlstand bringen werde? Gibt es Beispiele in Afrika, die zeigen, dass diese Behauptung wahr ist? Are there any examples in Africa that show that this claim is true? I would like to tell you that these multinationals are also contributing. Diese Multis tragen dazu bei, dass sich Demokratie nicht entwickeln kann. Könnte sich Demokratie entwickeln, gäbe es nämlich Debatten im Parlament, unter den Bürgervertretern, und es würde darüber gesprochen werden, wie viel Geld diese Multis erhalten und wie viel davon dem Kongo zugute kommt. In the parliament there would be debates among the civil society leaders and they would question about how much this multinational is getting. How much money this multinational bring into Congo. But what we see in Africa. Stattdessen ist es tabu, über die Einnahmen dieser multinationalen Konzerne zu sprechen. Das meiste Geld fließt in die Taschen der Machthaber. Im Kongo kommt ihnen das chaotische Umfeld gerade recht. Of a chaos, anarchy. So, this example is the one I'm. Das ist nur eines von vielen Beispielen in Afrika, um zu verdeutlichen, dass erstens der Uranabbau gefährlich ist und zweitens er nicht zur Entwicklung des Landes beiträgt, zumindest nicht zur Entwicklung Afrikas. Andere Menschen haben vielleicht etwas davon, aber ganz sicher niemand in Afrika. Südafrika ist ein Nuklearland. Es verfügt über einige Uranminen und Kernkraftwerke, aber das Land bekommt Probleme. Aus diesem Grund müssen wir offen aussprechen, stoppt die Uranindustrie, stoppt die Nuklearindustrie. Wir wollen das nicht in Afrika. Wir möchten unseren Zuschauern gerne Möglichkeiten an die Hand geben, selbst aktiv zu werden. Wie kann der Einzelne sie unterstützen? To support your cause. I will be happy to hear that one day that some people will listen to this. Ich würde mich freuen, wenn Menschen dies eines Tages hören und sich organisieren, um etwas für einen Mann zu tun, der um die Welt reist, um die Menschheit zu schützen. I'll be happy to hear that people have come with their initiative. Ich freue mich über jeden, der dahingehend die Initiative ergreift. Ich würde es begrüßen, wenn dieses Interview so weit wie möglich gestreut würde, um die Botschaft zu verbreiten. Die Botschaft ist simpel. Schluss damit. Es ist gefährlich. So that the message just can go. The message is easy. Stop it. It's dangerous. Very near. I mean, a very short message. Send it. So, this is my contribution to speak to journalists like you. Wenn ich mit einem Journalisten spreche, ist es, als spreche ich mit 1 Million Menschen gleichzeitig. Ich bin also sehr froh, Zeit mit ihnen verbringen zu können. Golden Misabiko, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. And that's all from the team in Munich. I'm Gideon Gottfried for Activism Munich. Das war's vom Team aus München. Mein Name ist Gideon Gottfried. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Wenn Sie mehr über den Kampf um Uran in Afrika erfahren wollen, sehen Sie sich die Dokumentation Atomic Africa von Marcel Kolbenbach aus dem Jahr 2013 an. Unter anderem Golden Misabiko hat darin einen Auftritt. Die gesamte Doku ist auf YouTube zu finden. Vielen Dank.